Wann warst du das letzte Mal so richtig wütend und wie bist du deine Wut dann losgeworden? Hast du geschrien oder geweint? Hast du in ein Kissen geboxt? Manchmal ist es gut, wütend zu sein, zum Beispiel, wenn wir etwas ungerecht finden. Wichtig ist nur, dass wir niemand anderem wehtun, wenn wir wütend sind und dass niemand uns wehtut. Wie du vielleicht weißt, können auch Worte wehtun. Laut UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Ich will dir in diesem Video zeigen, wie du Wutknautscher basteln kannst. Die kannst du kneten, wenn du wütend bist und deine Kraft loswerden willst. Den Knetball kannst du entweder mit Reis, Mehl oder Sand befüllen. Ich habe feinen Vogelsand genommen. Vielleicht hast du Vogelsand schon mal gesehen bei Menschen, die Wellensittiche als Haustiere haben. In diesem feinen Sand baden sich die Wellensittiche. Zum Befüllen brauchst du außerdem einen Trichter. Falls du keinen Trichter zu Hause hast, zeige ich dir gleich, wie man ganz leicht einen eigenen Trichter aus Papier und Klebestreifen basteln kann. Du brauchst außerdem zwei Luftballons und eine Schere. Um einen Trichter zu basteln, drehst du das Papier so ein, dass vorne ein kleines Loch entsteht. An der Seite klebst du das Papier mit einem Klebestreifen fest. Damit man den Luftballon leichter befüllen kann, ist es gut, ihn etwas auszuleiern. Dazu bläst du den Luftballon auf und knetest ihn. Du musst hier vorsichtig sein, damit er nicht zerplatzt. Im Vergleich zum grünen Luftballon siehst du, dass der pinke Luftballon jetzt etwas größer geworden ist. Um den Ballon zu befüllen, stülpst du ihn über die Öffnung des Trichters und füllst nach und nach Sand in den Trichter. Du kannst mit deinen Fingern den Sand noch weiter in den Ballon reinkneten. Dann schneidest du das lange Ende des Ballons ab und klebst die Stelle mit Klebeband zu. Nun kommt der zweite Ballon dazu. Auch hier ist es etwas einfacher, wenn du den Ballon einmal aufgeblasen und ihn damit etwas geweitet hast. Auch bei diesem zweiten Ballon schneidest du das Ende ab. Nun stülpst du diesen über die geklebte Stelle des ersten Ballons. So geht die Stelle nicht mehr auf und der Sand kann nicht mehr raus. Der Ball lässt sich nun prima knautschen, kneten und drücken. Viel Freude statt Frust damit!